Da bin ich wieder. Zurück mit Edge of Eternity. Und wir haben jetzt einen neuen Weggefährten. Wir gucken mal, da hinten müssen wir wieder hin. Kann ich mich nicht einfach dahin teleportieren? Gut, ich weiß jetzt nicht. Da, Eingang. Das wird wohl das Richtige sein. Unsere Teamenergie ist bei 84%. Woran liegt das denn? Das sieht immer so aus, als wäre das so ein Hockeyschläger. Also wenn man... Gut. Er ist ein Anfänger. Er übt mit einer großen Schlagfläche. Die Truhe habe ich aber letztes Mal nicht gesehen. Ah, okay. Die gibt es auch dafür. Das bedeutet aber, dass er definitiv länger in unserer Gruppe ist. Und das wollte ich eigentlich am Ende der letzten Folge eigentlich erwähnen. Hab es aber dann nicht getan, weil ich ganz dringend auf Toilette musste, mal wieder. Zu viel Kaffee und so. Der treibt. Auf jeden Fall hatte ich mich ja, glaube ich, sogar in dieser Folge, oder zumindest, also nicht in dieser Folge, sondern in der letzten Folge oder der Folge davor, nicht beschwert, aber erwähnt, dass ich es komisch finde, dass wir nicht viele Charaktere haben. Und dann kommt plötzlich einer. Ich hatte es irgendwie wohl anscheinend ein bisschen im Urin, deshalb musste ich wohl auch nach der letzten Folge so dringend auf Toilette, weil ich es ja irgendwie geahnt habe. Und ja, mal gucken, wie toll die Sense ist, ob sie uns direkt besser macht und die Musik ist wieder so laut. War hier nicht eine Quest? Wo ist der Typ? Ah, wurde noch nicht angezeigt. Danke, damit kann ich den Rat überzeugen, dass sie gefährlich sind. Diese gelben Flitzer, du hast sie modifiziert, oder? Ach, ich hätte sie nicht abgeben sollen. Ich hätte erstmal die Sense vielleicht machen sollen. Wieso? Weißt du, wofür diese Maschinen ursprünglich verwendet wurden? Wissen wir nicht, aber wir haben sie dazu umfunktioniert, Müll zu sammeln, wilde Kräuter zu pflücken, tote Nagetiere zu finden und zu kompostieren. Sie sollten harmlos sein und... Anscheinend waren sie das bisher auch, aber warte, das sind Spuren von Nitroglycerin. Diese Flitzer, sie synthetisieren Pflanzen und tote Ratten, um Sprengstoff zu produzieren. An der Front nannten wir diese Dinger nicht Flitzer, wir nannten sie Höllensamen. Sie verwandelten alles, was sie finden, zu Sprengstoff. Das heißt also, genau, ihr habt Archeliten-Kriegsmaschinen als Hausmeister eingesetzt. Aber wir... Eines müsst ihr verstehen. Tyr Kalum ist eine gigantische Zeitbombe, egal was ihr tut oder was eure Absichten sind. Alle hier sollten ihre Sachen packen und anderswo leben, bevor diese Stadt ein weiteres Arcadia wird. Arcadia, upsala. Das ist nicht fair von dir, junger Mann. Das, was wir tun, tun wir, um einen Weg zu finden, den Krieg zu beenden, um die Technologie unserer Feinde gegen sie zu verwenden. Und dafür müssen wir sie studieren, einen Schritt nach dem anderen. Wie dem auch sei, ich hoffe, dass ich zu dem Zeitpunkt, an dem Tyr Kalum sein neues Abwehrsystem aus recycelten Raketen einweiht, schon weit weg von dieser Stadt bin. Botschaft klar und deutlich angekommen, der Sarkasmus auch. Ich bin immer noch in deiner Schuld, danke, dass du sichergestellt hast, dass unsere Stadt sicher ist. Aber immer wieder gerne. Oh! Oh! Pfeifende Klinge, oh, oh! Reparieren. Zu welchem Sumpf müssen wir denn jetzt? Ah, da müssen wir jetzt so oder so hin. Okay. Ja. Yeah. Oh, ich muss heute kurz einen Schluck trinken. Ich habe gerade ein bisschen Kratzen im Hals. Hoppala, so. Entschuldigung. Gut, ich trinke immer Kaffee in der Folge und entschuldige mich nicht dafür, aber warum auch immer. Gut, ist ja auch egal. Ich darf das. So. Ist schließlich mein Let's Play. So. Nee, Rüstung nicht, Waffe. Ah, okay. Pfeifendes Messer. Ah. Oh. Angriffe und Zauber lösen eine Blitzreaktion aus, die benachbarte Nexus Schaden. Oh, okay. Ich meine, das wird eine bessere Waffe sein, aber... Gut, die Eile geht sehr weit runter, aber die meisten Fähigkeiten, die er benutzt, haben ja eh keine Ladezeit. Also die setzt er ja immer sofort ein.
um mehr Tempo und ein bisschen mehr Angriff, warum nicht? Titanstücke, Sieglerholz und kriegsgetränktes Leder, Titanstücke. Okay, erstmal so oder so, ich weiß nicht, von wem wir Titanstücke bekommen, also von welchem Monster. Aber wir können sie bestimmt kaufen. Titankristall? Nee. Oder auch nicht. Haben wir noch mehr? Hallo? Hier kann man Powerstone... Oh, ey, was machst du denn da? Powerstone kaufen. Kaufen, ja. Auch hier. Die nehme ich mit. Nee. Da, Titan. Ui, die sind aber teuer. 7 Stück. Jetzt müssen die Leute. Die Sense braucht bestimmt auch Titanstücke. Okay, da ist der Start dieser Folge wieder ein bisschen durcheinander, aber wir müssen ja mal gucken. Kristallgetränktes Leder, das können wir nur selbst herstellen und Silikaholz. Können wir das überhaupt herstellen? Wo ist denn die andere Werkbank hier? Da. Relativ nah beieinander alles, das geht eigentlich. Rohleder. Wir können gar nicht dieses Holz herstellen. Wo kriege ich denn das Rezept dafür her? Ja, oder müssen wir es tatsächlich kaufen dann? Also hier ist es nicht. Okay, warte mal. Dann haben wir das irgendwo mal anscheinend verpasst. Also dieses Holz können wir nicht herstellen. Und das Leder auch nicht. Ich habe alle Rezepte gekauft. Aber war noch was irgendwo in einer anderen Stadt und ich habe es jetzt tatsächlich nicht geholt. Es ist ja blöd. Ein bisschen ärgerlich, um ehrlich zu sein. Gucken wir mal hier bei der Sense. Angriff und Zauber lösen, aber das ist auch die Blitzreaktion. Wenig Angriff. Aber da, okay, Starkdrall haben wir ja. Ja, gut. Egal. Dann nicht. Hey, rede nicht mit ihr. Sie ist Isoris. Und los geht's. Du schuldest mir eine Erklärung. Ich habe dich für 4 Fiolen Blut bezahlt und du hast mir Motoröl gegeben. Für was für eine Närrin hältst du mich? Varys, ich bin halb Maschine. Du hast dich nicht klar ausgedrückt, welche Art von Blut du wolltest. Wenn du die, wenn du den Schifferien wirklich zeigen willst, dass eine Wildbeuterin eine von ihnen werden kann, musst du ein wenig mehr Härte zeigen. Du hast mich Tausende von Harrys für Motoröl bezahlen lassen. Das aus meinem Körper.
Mich lasse ich nicht gehen, bevor du mir nicht mein Geld zurückgegeben hast. Ich habe alles vertrunken, aber wenn du dich mit anderen Flüssigkeiten zufrieden gibst, dann... Ich habe dein Blut für meine Studien benötigt. Scherzkeks. Vielleicht sollte ich ein wenig davon vergießen. Immer mit der Ruhe, beruhige dich. Ich bin mir sicher, dass ihr nicht handgreiflich werden müsst. Vielleicht, wenn du mir bei etwas anderem hilfst, kommen wir vielleicht zu einer Einigung. Ich werde erst einmal gar nichts tun. Ich bin im Moment mehr oder weniger Sklave dieser beiden guten Leute. Sag wer, du hast dich einverstanden erklärt, uns zu helfen. Erinnerst du dich? Ich kann nicht glauben, dass du uns als Ausrede benutzt, um dich von deinen Verpflichtungen zu drücken. Dann werdet ihr es also machen, alle drei von euch. Es wird auch nicht viel Zeit benötigen. Damit könnt ihr im Handumdrehen fertig sein. Naja, eine Handumdrehung und eine halbe. Okay. Zwei Handumdrehungen höchstens. Oh mein Gott. Seht ihr dieses traurige Exemplar da drüben? Oh, Echo, Echo? Unser Dorfidiot. Abgesehen davon, dass er anstatt Idiot zu sein, in Wahrheit tatsächlich ein Genie sein soll. Das ist kein Märchen, Isoris. Ich habe gesehen, wie er es tut. Mittlerweile würde es einige sogar als Wunder bezeichnen. Ein Wunder? Ja, er kann Dinge sehen, die kein anderer sehen kann. Er kann durch eine Maschine durchsehen und versteht dann, wie sie funktioniert. Das ist eine Gabe, die ich absolut für meine Forschung brauche. Ich hätte nicht gedacht, dass du so leichtgläubig bist. Überzeuge ihn, mir zu helfen, Isoris. Dann sind wir quitt. Ha! Nehmen wir mal an. Nee, noch nicht. Oh, okay. Teamenergie ist eh unten. Dann nehmen wir die Grundnahrung hier wieder. Führungsstärke. Also, ich denke, ihr habt euch eine kleine Mahlzeit verdient. Auf mein Zeichen schnappt ihr euch die Gabeln und rammt sie in das Essen. Jetzt komm aber. Isoris, spiel dich nicht als Anführer auf. Warum wär's denn dann bitte der Anführer? Es gibt keinen Anführer. Wir treffen unsere Entscheidung gemeinsam. Ah, dann also eine kollegiale Entscheidungsfindung. Ihr zwei seid wirklich putzig. Sie denkt nämlich, sie sei die Chefin, aber nicht mit mir. Ich hab immer noch den Controller in der Hand. Talk to Echo. Die Drehscheibe Isoris am linken Bein, sie ist ein wenig rostig. Du solltest sie wechseln. Was, kannst du jetzt schon durch Kleidung sehen? Nein, aber ich höre das Knirschgeräusch, wenn du gehst. In letzter Zeit begann ich noch weiter zu sehen. Ich erkenne Vibrationen, die ich zuvor nicht erfassen konnte. Es ist erschöpfend. Und wie ich sehe, hat dich Wandel erfasst. Wie es scheint, hast du jetzt zwei Herzen. Wisse, dass sie dich durch die dunklen Zeiten bringen werden, die kommen. Also erstens sind die dunklen Zeiten hinter mir. Zweitens habe ich nur ein neues Herz und zu guter Letzt ergeben deine Worte nicht den geringsten Sinn. Nur ein Herz? Was ist dann dieser Anhänger, den ich um deinen Hals hängen sehe? Ganz offensichtlich etwas, worüber ich nicht reden will. Vergib mir, das hätte ich sehen sollen, aber die Kopfschmerzen wären immer stärker. Nun gut, ich bin hier, um dich zu überzeugen, mit Faris zusammenzuarbeiten. Wie wir beide wissen, hat sie ihren dummen Traum einer Schifferin zu werden, immer noch nicht aufgegeben. Und sie braucht dich, um... Ich sage zu. Hä? Und unsere Arbeit ist hier bereits getan. Also lass uns Faris die guten Neuigkeiten bringen. Dann können wir unter einer Bedingung... unsere nächste Besorgung im Angriff nehmen. Entlang der Kaladan-Küste und dem Ketzerpfad habt ihr möglicherweise einige Regenbogenkristalle gesehen. Das sind Verstärker. Wie ihr wisst, wurden diese Kristalle von den Archeliten hergestellt. Sie explodieren, wenn man versucht, sie von ihren Ständer zu entfernen. Ein paar von ihnen sind jedoch defekt. Sie strahlen ein anderes Licht aus und sind sowohl unwirksam als auch ungefährlich. Ihr könnt sie gefahrlos entfernen. Findet einen diesen Verstärker und bringt ihn mir. Das ist mein Preis für die Zusammenarbeit. Also gehen wir. Hey Echo, ist es wahr, was man sich erzählt? Hast du dich aus Versehen in den Reaktor eingesperrt? Was hast du gesagt? Bitte hör auf zu gehen, Isoris. Bei all den Knirschgeräuschen höre ich dich nicht.
Ich bin gar nicht gegangen. Oh, dann tut es mir leid. Die Vibrationen wären stärker. Brrr, brrr. Suche nach einem Kristallverstärker. Wie kommen wir denn hier raus? Ich möchte hier raus. Wo bin ich jetzt hier? War da jetzt... Was bist du? Ich weiß noch nicht... Da ist der Schrottplatz, okay. Also ich weiß, dass es hier nicht rausgeht, aber ich habe gedacht, vielleicht ist ja hier eine Truhe, wenn man hier schon hingehen kann, aber nein. In der ganzen Welt sind Truhen verstreut, aber ausgerechnet jetzt auf diesem Fleckchen nicht. Was machst du hier? Hast du nicht mitbekommen, das Konzil reinigt den Pass von Ulfara? Es heißt, das Land selbst der Zersetzung zum Opfer fiel. Wieso hat mir das niemand gesagt? Ich war die ganze Nacht auf und habe eine Lieferung nach Herel so vorbereitet. Und jetzt erzählst du mir, wir können nicht los? Was sagt der Rat? Und eine offizielle Ankündigung zu machen, hielten sie auch nicht für nötig. War klar, die bringt nie... Was aus der Fassung? Das Konzil reinigt Ulfara? Dorthin zurückzugehen ist zu gefährlich. Also bedeutet, dass wir in Tir Kalum feststecken. Ich kenne einen anderen Weg nach Herelsor. Ich zeige ihn euch. Kommt. Komm mit mir nach Herelsor Land. Auf unsere gemeinsame Reise. Purifying a corroded clockwork field, huh? I really wonder how the consort figures they can purify the corrosion. By throwing some salt over it, maybe? No, they use fire now. And when fire doesn't cut it, they use repurposed arcolite bombs. Oh? And does it work? They make sure that it does. Meint er nicht diese Kristalle hier? Suche nach einem defekten Kristallverstärker. Ha. Brauche ich dafür Neckalu? Ist das der richtige Kristall? Nicht ganz.
Oh mein Gott, so sehen die also aus. Oh. Die blöden Blumen sehen auch so aus. Da haben wir ihn. Das ist also der Kristall, den wir brauchen. Nun, wir sind noch nicht in den Luft, noch nicht in die Luft geflogen. Dann fasse ich mal, das fasse ich mal als Ja auf. Lass uns zurück nach Tyr Kalem gehen. Ist Echo etwas zugestoßen, Isoris? Du hast etwas von einem Unfall in Tyr Kalem Reaktor erwähnt. Nur hören sagen, ich war nicht bei Bewusstsein, als es passiert ist. Man erzählt sich, dass er bei den letzten Probeläufen im Inneren eingesperrt wurde. Als es jemand auffiel, war der Reaktor schon am Zünden. Sie versuchten, den Ablauf anzuhalten und die Luke zu öffnen, dabei erfolglos. Anscheinend gibt es noch viele Dinge, die die Schiffe noch nicht über die Archelitentechnologie wissen. Die ganze Zeit schrie Echo im Inneren. Zuerst waren es Worte, dann unverständlicher Unsinn. Sie brauchten zu lange, um den roten Knopf zu finden und ihn zu retten. Als sie ihn zurückholten, fehlte ein Teil seines Schädels und er hatte in der Zwischenzeit ein paar Teile seiner selbst verloren. Teile seiner selbst, oh. Ja, der Hut ist kein Modestatement. Die Cybernetiker haben synthetisches Gewebe darüber geklatscht, um alles zusammenzuhalten. Sie versuchten, seinen Schädel so gut sie konnten zu rekonstruieren, aber gaben dann auf. Dazu waren sie ganz klar nicht in der Lage. Sie erwarteten, dass er in den nächsten paar Stunden sterben würde und doch erholte er sich innerhalb weniger Tage. Ein paar Wochen später war er wieder auf den Beinen. Und plötzlich ein größerer Experte in Archelitentechnologie als unsere fachkundigsten Gelehrten. Seitdem verlässt er die Brücke nicht, er verbringt den ganzen Tag damit, den Reaktor zu beobachten. Als ob er dem Teil sein Selbst nachtrauert, den er dort unten verloren hatte. Wie ihr euch denken könnt, kann ich dem nachfühlen, aber genug dieser furchtlosen Erörterung. Bringen wir ihm, wonach er gebeten hat. Vielleicht beglückt er dann uns mit seinen Märchen. Zurück. Das hier ist also, wonach wir überall gesucht haben. Aber es hat aufgehört zu scheinen. Es ist im Leihhaus zu verhökern. Können wir also vergessen. Hör auf herumzugehen, Isoris. Bei dem Geknarze kann ich nichts mehr hören. Ich habe schon aufgehört zu gehen. Es ist nur, diese Kopfschmerzen werden unerträglich. Atmen, ich muss atmen. Niedrige Vibration, ich muss tiefer atmen. Tiefer. Gut, bringt mich zu Faris. Ich muss sie jetzt sehen. Faris. Echo, du hast beschlossen, dich mir anzuschließen? Ja? Gesegnet sei Krator und seine heiligen Launen. Hör bitte auf zu schreien, du lässt die Grenzen verschwimmen. Nimm lieber das hier. Hey, das ist ein Verstärker. Du hast einen, du wunderbarer Bastard. Damit werden wir einen Durchbruch nach dem anderen haben. Ich weiß es genau. Nicht für Experimente, Faris. Meine Seele leckt seit meinem Unfall. Meine Essenz geht verloren und meine Tage sind gezählt. Du musst das Leck für mich versiegeln. Was für ein Leck. Oh. Aber ich bin ein selbstgelernter Ätherologe, Echo. Kein Chirurg. Du hast mir neulich die Ausrüstung gezeigt, die du geborgen hast. Und wie ruhig deine Hände sind. Ich weiß, dass du es kannst. Ich werde dich anleiten. Mich anleiten? Ja, ich werde während der Operation bei Bewusstsein bleiben. Keine Sorge, du wirst es schaffen. Das ist komplett verrückt. Ich kann doch nicht mal... Du wirst jemanden werden, Faris. Einer der klügsten Köpfe. Ich kann die... Hymne über dich schon hören, deine Vibrationen, sie formen sich schon jetzt in diesem Moment. Es ist dein Schicksal, scheue dich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das kann, ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Was, wenn etwas schiefläuft? Was, wenn ich dich töte? Zur Hölle, ich bin mir ziemlich sicher, dass du dabei umkommst. Hast du gesehen, was für eine Schrotthalde meine Werkstatt ist? Oh.
Controller ist rausgegangen. Schon mal an Infektionen gedacht? Wie soll ich das hier implantieren? Das ist der erste Schritt zum größeren Faris. Von diesem Moment an wird dein Leben in eine Zukunft führen, die du dir so lange ersehnt hast. Kleine Bäche werden zu großen Flüssen. Du wirst es sehen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich tun? Ich bitte dich um Hilfe. Nicht mehr, nicht weniger. Die Cybernetiker werden sich nicht erneut ins Innere wagen und das weißt du. Du musst tun, was sie nicht können. Ist es nicht das, wonach du strebst, zum Schiffer aller Schiffer zu werden? Schön alles vollpinkeln. Ihnen zu zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist? Lass uns hingehen. Hineingehen. Ich erkläre dir die Prozedur und dann gehen wir alles durch, was wir brauchen. Es ist getan. Geht es ihm gut? Er schläft. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Er war die ganze Zeit wach und hat mir gesagt, was ich tun muss. Und hat dabei nicht mal geblinzelt. Er hat sogar ein Lied gesund, um mich zu beruhigen. Und bei den Göttern, was habe ich getan? Wenn er nie wieder zu Bewusstsein kommt, dann werde ich... Ich bin gerade hinein und habe nach ihm gesehen, Faris. Es scheint, seine Tage sind nicht gezählt. Ich hoffe es wirklich. Übrigens, das hier habe ich aus seinem Kopf geholt. Bei den Göttern, er wollte, dass ihr es bekommt. Auf was zum Teufel habe ich mich da eingelassen? $820 haben wir da rausbekommen. Batterie, okay. Ach, die Energie für den Charakter, okay. Die haben wir immer noch nicht fertig. Die auch noch nicht. Da haben wir wieder ein Schwert. Nachtmonarchen. Machen wir mal das mit dem Kind und den Neckalu. Okay, suchen wir da mal alles ab. Falscher Weg. Ah, die brauchen wir auch, oder? Looks like everything's coming up his source. Wie wir gehen dahin kann. Was ist denn das für eine Musik? Sind das irgendwie besondere Gegner? Wow, what? Boah, Isoris und Celine sind so mega langsam. Das ist ja schon ekelhaft. Warum bist du jetzt vergiftet? Die muss hier auch wieder runter. Thank you.
darkness before dawn. Okay, nice. Ein überlegener Edelstein. Nee, jetzt nicht, Nekaro. Muss er jetzt hier... Ich sollte mit meinem Nekaro losreiten. Vielleicht kann es die Witterung aufnehmen. Anscheinend war der Kleine hier jetzt da... Batavia seine Spur aufgenommen hat, können wir ihn vielleicht finden. Brrr. Lauf! Yes, it's this way. Come. Die gehen ja schon nach da unten hin, aber ich wollte eigentlich, ja egal. Hier bringt uns auch die Nebenquest hin. Toll. Ah. Clockwork Field. An area contaminated by the corrosion. Chock full of infected people roaming the land, looking for prey to corrupt. They say that even breathing the air in those places is dangerous. Back then, when I was still looking for a cure for my own ailment, I set off on a trip around the world. After all, I had nothing better to do. I figured that the cure for such a terrible disease would not come served up on a silver platter. Or, so I thought. The dangers of such areas must not be understated. But after 12 months of searching in vain, alone and scared, my mind was finally made up. If a cure to the corrosion existed, then maybe, just maybe, it could be found in such a terrible place. A place where no sane man would dare set foot. What are you trying to tell us? That I was not a sane man anymore. Ja, das glaube ich dir. Rotes Waisenkind. Ich glaube, die müssen wir auch besiegen noch, oder? Autsch. Ah, okay, das ist aber schon nice, muss man sagen. Auch wenn es nicht viel Schaden macht, aber er greift ja...
trifft ja auch noch andere, obwohl 300 ist jetzt gar nicht so wenig. Und wenn er damit auch noch mehrere treffen kann, ist das schon ziemlich nice, finde ich. Folge weiter dem Geruch. Wo müssen wir hin? Es wird mir nichts angezeigt. Später. Lauf schneller, Neckalo. Lauf bitte schneller. Schneller, Ella. Aha, da ist das Kind. Das war's also. Ich werde hier sterben, gefressen von einer Art riesigen Spinnen-Pavian-Freak. Na und, ich habe gerade ein paar rote Pilze gegessen und die waren vermutlich giftig und ich werde vermutlich eh sterben. Wenn ihr mich fresst, dann nehme ich euch mit ins Grab. Hurra, hurra, hurra. Darkness before dawn. Füge 3 Statusveränderungen zu, okay. Feuer ist nicht effektiv. Uiuiuiui. Aber ich mache das, damit er vielleicht 3-mal das Brennen bekommt, aber bekommt er nicht. Schade. Aua. Warum hat er eigentlich nur noch 72 Energie? Okay, Strom war sehr effektiv. Er verbraucht seinen Angriff immer Energie. Alles in Ordnung, Kleiner. Spiele nicht den großen Bruder, Aschesack. Ich habe einen Namen und der ist Griff. Und du, Urks, mein Magen. Du hast vermutlich von einer Purpura Michaela gegessen. Micela, Michaela, wie auch immer. Sie sind eigentlich harmlos, aber können ein wenig schwer im Magen liegen. Kann sein, dass du noch ein paar Tage Krämpfe hast. Das wird ja immer besser und besser. Hättet ihr mich nicht einfach sterben lassen können? Wir bringen dich nach Tür Kalem. Nein, das tut ihr nicht. Ich schlaf einfach drüber und dann wird es schon. Sei nicht so leichtsinnig. Du wirst sterben, wenn wir dich hier draußen im Dschungel lassen. Ich will nicht ins blöde Tier Kalem. Wisst ihr, was sie dort mit Waisen machen? Sie lassen sie für ihren Lebensunterhalt arbeiten. Immer noch besser als zu sterben. Ist mir egal, wenn ihr versucht, mich dorthin zu bringen, kotze ich euch auf die Stiefel. Ich schwöre, dass ich das werde. Das riskieren wir einfach mal. Und geht es wieder zurück in die Stadt? Ihr habt ihn gefunden. Ja, du solltest die nächsten paar Stunden besser Abstand von ihm halten. Ich habe euch gewarnt. Hehehe. Und übrigens, eure blöde Chromstadt ist mir total egal. Sobald es mir besser geht, haue ich ab und gehe zurück in den Dschungel. Wieso? Im Dschungel bin ich frei, darum. Und ich habe es mir verdient. Ich habe gelernt, allein zu überleben. Allein? Wie das?
von der akademischen Katastrophe gehört. Akkadianischen Katastrophe gehört. Meine Mutter und Schwester waren dort und unser Zuhause war pausiert. Und dann haben die Herelsor-Wachen uns weggescheucht. Und mein Vater dachte, wir könnten Unterschlupf in Tyr Kalem finden. Und ratet, was passiert ist. Er ist auch gestorben, als er mich von diesen ekelhaften Spinnenpaviane geschützt hat. Ach, Spinnenpavian. Also musste ich alleine überleben. Ich habe mir die Freiheit verdient. Ihr Sklaventreiber könnt mich nicht zur Arbeit auf den Schrottplatz zwingen. Da würde ich lieber... Bringen wir dich in dein Zimmer, du brauchst Ruhe. Nur zur Warnung, ich werde ziemlich überall hinkotzen. Würdet ihr ein wenig später wiederkommen? Hier mit dem Dank der Stadt. Oh, die Waffe scheint aber ein bisschen besser zu sein. Obwohl, da ist Eile mit bei. Ha, ich weiß ja nicht. Dann geht das Tempo wieder runter und er ist so schön schnell. Und der Angriff auch, okay. Was haben die immer mit ihrer Magieabwehr? Wie läuft das mit Griff? So lala. Er sagt immer wieder, dass er bei der geringsten Gelegenheit ausbrechen wird. Eine harte Nuss, was seine Familie zu verlieren ist hart. Ich bin auch ein Waise. Man hat mich vor ein paar Jahren im Waisenhaus der Stadt aufgenommen. Es ist nicht ideal, aber nicht so schlimm, wie er es sich vorstellt. Aber er ist stur. Er sagt, sobald es ihm besser geht, verlässt er die Stadt. Wir müssen einen Weg finden, um ihn zum Bleiben zu überreden. Er wird zum Bestienfutter werden, wenn er in den Dschungel zurückgeht. Wir haben in der Regel hier Tyr Kalem. Wir haben hier eine Regel hier in Tyr Kalem. Wenn er den Job... Ich finde die Musik hier so laut. Wenn er den Job, das Essen und die Unterkunft, die ihm die Stadt anbietet, nicht will, dann muss er eine Adoptivfamilie finden. Aber die meisten Leute, die die Waisen aufnehmen, sind nicht reich. Er wird auf die ein oder andere Art und Weise arbeiten müssen. Also müssen wir eine Familie für ihn finden, die ihn überzeugt, in der Stadt zu bleiben, auch wenn er arbeiten muss. Was, ihr würdet eine Adoptivfamilie für ihn suchen? Niemand hat es verdient, alleine zu bleiben. Dann redet doch bitte mit Leuten, die in der Stadt findet. Jemand, der ihn aufnimmt. Jemand, der sicherstellt, dass er nicht zurück in den Dschungel geht. Oder ihr könntet ihm meine Hütte anbieten und die Sache ist erledigt. Ernsthaft, ich dachte, ihr habt es eilig, ein Heilmittel gegen die Zersetzung zu finden. Also wieso gehen wir nicht einfach? Wir können einem Waisen nicht einfach den Rücken zukehren. Wir finden eine Adoptivfamilie für ihn und damit ist die Diskussion beendet. Okay, dann macht, was ihr für richtig haltet. Findet eine Adoptivfamilie. Wie denn das? Willst du ein Kind haben? Oder du? Was ist denn das für eine Quest? Was? Mann! Ach, Verlangen nach Freiheit. Okay. Will jemand ein Kind? Hier wird aber auch nichts angezeigt oder so. Das ist mir jetzt ein bisschen... Nee, das will ich nicht. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Priesterinstiefel? Haben wir die schon ausgerüstet? Nee. Ui. Ui. Oh lala, jetzt muss ich aber nochmal gucken hier. Nix. Okay. Okay. Okay, so.
sehr viele Jagdaufträge. Ich glaube, die mache ich aber offscreen. Dann machen wir jetzt erstmal... Gehen noch weiter Richtung Main Quest. Ach da. Ja, nehmen wir mal die. Dann sind wir ja da schon mal zumindest in der Nähe. Und da wird doch... Oh, dieser Controller löst sich immer wieder zwischendurch. Hier wird doch bestimmt einspeichern. Oh mein Gott, da ist doch direkt wieder ein Gegner. Ist das die Midgar-Schlange? Ich speichere mal lebend ab. Wo war denn der Speicherpunkt? Hä? Da. Ich denke mal, wir müssen eh wegen der Hauptquest müssen wir eh gegen das Monster kämpfen. Oh, ich habe so wie Schmerzen im Magen die ganze Zeit. Seit 20 Minuten oder so. Irgendwie nervt es gerade ein bisschen. So. Das erinnert mich ein bisschen düster hier, die Musik, ne? Also, ne? Ja. Oh, abgestiegen und whoop! Did you bring us here intentionally, Eusaurus? As much as I'd like to say, I'm kidding, I'm not. Focus. This is nothing we can't handle. Das ist ein Pflanzendrache. Oh. Aha. Follow my lead and we'll get through this. Tötet die Ranken nicht, okay? Warum Schwerkraft? Ich habe doch Feuer gezaubert. Was haben wir denn jetzt verkehrt? Okay, warte, hier läuft gerade einiges verkehrt. Der hat ein bisschen gesessen. Warum kriegt Darien das die ganze Zeit ab? Greift doch mal die anderen an. Yeah.
Okay, die Brandbombe ist zumindest schon mal stark. Oh, okay, das hat nichts gebracht. Okay, es wird, glaube ich, langsam wieder mal Zeit, ein bisschen zu leveln und bessere Sachen zu kriegen. Hat er jetzt Darien mit dem Angriff Schaden gegeben? Das kann doch jetzt. Das ist doch nicht. Okay, jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich gerade echt magisch. So ähnlich wie Seitenstich ist das gerade. Nur ein bisschen. Tut ein bisschen mehr wie gerade. Es lenkt mich auch gerade ein bisschen ab, muss ich sagen. Er kriegt alles ab. Der hat's aber auch auf Darien abgesehen. Meine Güte. I will commend your soul to the gods. Prügelt er da auf die Pflanze ein. Ja, das verlieren wir. Das war jetzt auch irgendwie verwirrend. Und ich glaube, ich müsste auch mal mit Isoris mal ein paar Kristalle ausrüsten. Allgemein brauchen wir viel mehr Kristalle. Wir haben irgendwie gefühlt, es gibt jetzt schon diese Power Stones und wir haben gefühlt noch ein bisschen wenig. Die Ranken kloppen jetzt auf uns ein. Nein. Also bis sie da ihre Fähigkeit aufgeladen hat, das dauert ja Jahre. Darkness before dawn. Nein, sie wäre gerade fertig gewesen. Ah. Nein. Töte es mit Feuer? Ah. Was? Was passiert hier gerade? Hä? Töte es mit Feuer? Wie haben wir das denn geschafft? Wie wurde die Quest denn jetzt erledigt? Ah, ich weiß nicht. Schade. Naja, egal. So. In der nächsten Folge probieren wir das Ganze nochmal aus. Ich werde jetzt mal in Richtung Wüste gehen und da vielleicht mal erstmal die Jagdaufträge machen. Gehen wir dann natürlich zusammen ab. Es wäre mir nur lieb, wenn wir dann bis dahin eine neue Waffe haben. Irgendwie mit allen dreien. Und werde vielleicht noch ein bisschen farmen. Ein bisschen und dann mal den Rest mit euch machen und gehen dann die Hauptquest wieder an. Und ich werde noch ein bisschen nochmal mit den Kristallen herum experimentieren.
Was ich schade finde, oder ich vielleicht habe ich den Trick auch noch nicht gefunden oder so, dass man nicht... wir haben zum Beispiel überlegene Kristall, wenn er Stufe 5 ist, den zu einem Powerstone machen zu können. Man kann ihn zu einem Powerstone machen, aber dafür braucht man einen Powerstone. Das bedeutet, man... Die hier finde ich eigentlich total nutzlos mittlerweile. Weil man den nicht aufwerten kann. Also, sagen wir haben den jetzt auf Stufe 5. Wenn man dann jetzt wieder 5 von denen reinpackt, wird er nicht zu einem überlegenen Kristall, sondern, oder zu einem Edelstein, sondern bleibt ein glänzender Splitter. Er wird nur zum Edelstein, wenn wir dann, wenn der Stufe 5 ist und man einen Edelstein reinpackt. Aber das bedeutet, ich kann auch nur einen Powerstone nehmen, machen, wenn ich einen Powerstone benutze. Und das ist ein bisschen schade. Das bedeutet, einfach damit es auch nicht so viel ist, entweder habe ich es noch nicht ganz herausgefunden oder man braucht sie tatsächlich nicht, dann können wir sie auch verkaufen. Das gucke ich mir aber nochmal genauer an. Das mache ich dann offscreen und wenn ich dann mehr weiß, sage ich euch auch nochmal Bescheid. Ich werde mich da erstmal rumprobieren. Ich habe den Namen schon wieder von unseren Freunden vergessen, Isoris. Braucht ein paar Kristalle, dass er ein bisschen mehr, auf jeden Fall ein paar Attacken hat. Und dann, ja, schauen wir mal in der nächsten Folge weiter, ob wir dann das vielleicht... Es war ja auch knapp. Ne? Also, Darien hat jetzt natürlich auch viel Schaden bekommen, aber ich denke, ein bisschen leveln oder selbst in Isoris dann nur ein, zwei mehr Fähigkeiten, also ein paar Kristalle ausgerüstet haben und die anderen beiden auch vielleicht mal einen Powerstone oder so drin haben, wird das schon einfacher gehen, denke ich jetzt einfach mal. Also, bis zur nächsten Folge, macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss. Ich muss jetzt erstmal gucken, was das hier ist. Vielleicht hat mich mein Hund auch gerade irgendwie so komisch getroffen oder so. Ich weiß es nicht. So, bis dann.